Auch reingehauen heute bis zu seiner Auswechslung. Wie haben Sie heute den Fight, den Werder heute abgeliefert hat, selber auf dem Platz erlebt und wahrgenommen? Ich muss sagen, Riesenrespekt an die Jungs, ans ganze Team drumherum. Ich glaube, wenn man sieht, aus was für einer Phase wir kommen in der Saison, so eine Reaktion zu zeigen heute gegen so einen starken Gegner aus Leipzig, das ist nicht selbstverständlich und dafür auf jeden Fall Chapeau, wirklich. Warum klappt das nicht immer? Ja, das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Ich müsste irgendeine Floskel raushauen. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass wir heute unbedingt was zeigen wollten. Dass wir ganz, ganz nah dran waren an was ganz Besonderem, an dem Finaleinzug in Berlin. Und jetzt sind wir erstmal mega enttäuscht, obwohl wir eigentlich stolz sein können auf die Leistung. Ja, war ein Knockout in letzter Sekunde, ist ja fast für einen Sportler das Schlimmste, was passieren kann. Ist ja überhaupt gar keine Frage. Schauen wir mal auf die Situation kurz vor Halbzeitpfiff. Vermeintlicher, ich zeige nur, da ist es hinten passiert und hier können Sie drauf schauen. Der Elfer wurde zurückgenommen. Wie bewerten Sie die Situation? Darf Sie waren ja selber sehen? Beteiligt. Ja klar, wir spielen es nochmal ein. Sie suchen den Kontakt, das ist normal für einen Stürmer. Wie sehen Sie es? Wäre es aus Ihrer Sicht ein Elfer gewesen oder nicht? Ehrlich. Ich sag mal so, ich schätze Manuel Grefe über alle Maßen. Für mich ist ein Elfmeter. Warum? Weil er mich ja trifft. Ob ich meinen Fuß reinstelle, ob er meinen Fuß von sich aus trifft, kann man sagen, schlau gemacht. Aber Fakt ist im Endeffekt, dass er mich trifft oder nicht. Jetzt stelle ich mein Bein rein. Aber Sie kreuzen, also ich respektiere Ihre Meinung. Ich will nur einmal auch eine andere Blickweise. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ist eh schon vorbei. Ich stelle mein Bein rein. Klar. Ich stelle mein Bein rein, fliege aber da noch nicht, sondern dann erwischt er mich. Kontakt im 16er. Strafstoß, aber ganz ehrlich. Was hat Grefe gesagt? Ich glaube, Sie haben noch mal kurz gesprochen mit ihm. Er hat gesagt, dass es nicht gereicht hat für den Elfmeter. Und wie schon gesagt, ich respektiere ihn sehr. Und deswegen, ich bin kein Schiedsrichter, ich bin Sportler. Für mich ist Elfmeter. Er hat so entschieden und das haben wir zu respektieren. Wünschen Sie sich, dass Kohfeldt weitermacht? Ich sag mal so, Respekt an ihn. Ich glaube, waren alles andere als leichte Tage hier für ihn. Und wie er das angegangen ist, muss sagen, ist nicht selbstverständlich. Und dafür Riesenrespekt von meiner Seite, ich glaube auch von den Jungs. Heißt, Sie würden gerne mit ihm weitermachen? Also wenn wir so auftreten wie heute, dann gibt es keinen Grund, denke ich, was zu verändern. Es zählt jetzt, diese Energie immer auf den Platz zu bringen, so wie wir es heute gemacht haben, weil das müssen wir. Wir haben noch 3 Spiele, wir müssen so viele Punkte holen wie möglich. Und man hat gesehen, dass er es hinbekommt, dass die Mannschaft so eine Leistung zeigen kann. Bedeutet, Davis Hecke, Dankeschön. Sehr gerne. Wir machen eine...